Ja, einen wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und guckt euch meinen neuen coolen Panzer an. Ja, ah, nee, ich habe ihn mir nicht gekauft, bin doch nicht bescheuert. Nein, ich habe ja noch ein Leben. Also, gehen wir wieder raus. Ich wollte eigentlich nur zeigen, man kann diese ganzen Fahrzeuge aus dem Event natürlich auch Probe spielen einmal. Das geht ziemlich gut, man guckt sich einfach nur diese Kisten hier an, wählt dann das Fahrzeug aus und kann dann auf Vorschau klicken, dann wird ihm das hier angezeigt und dann könnte man jetzt zum Beispiel mit Testfahrt dieses schöne Schiffchen spielen. Ne? Also wer dann, bevor man sich so ein Ding holt, dann gerne mal so ein Ding Probe fahren kann. Aber ich habe mir so ein Ding wirklich mal gekauft, ich könnte mir jetzt hier dieses gute Gerät hier, dieses Vehikel da holen, wir verkaufen das mal für 125.000 Kronen und dann kann ich jetzt sagen, okay, ich kaufe mir das hier. Und schwuppdiwupp habe ich diesen Coupon, den ich jetzt hier einlösen kann, irgendwo. Ich glaube, ach nee, da unten war er doch irgendwo, genau. Da ist er. Jo, nehmen wir den dazu. Tada, jetzt habe ich ein super Fahrzeug, das ich bestimmt einmal spielen werde und dann in die Ecke lege. Egal, ich zeige es euch trotzdem nochmal. Irgendwann natürlich sehr gerne. Also, aber heute geht es um den Marder 1 in der Ausführung 1, quasi den ersten Marder, den er ins Spiel geschafft hat. Und ja, der schlechteste Marder, den es ins Spiel geschafft hat, sagen wir es mal so, wie es ist. Man findet den bei den Deutschen auf Rang 5 und der Marder in der Ausführung A3, der aktuell noch im Einsatz ist, also oder noch verwendet wird, sage ich mal, in manchen Truppengattungen. Ja, den gibt es ja ganz neu dabei. Da ist quasi jetzt für das Spiel selber ist dann zum Beispiel die 20mm Kanone hat ein bisschen bessere Munition bekommen. Ne? Der Marder A5, muss man so sagen, wird wohl bis 2023 noch im Dienst sein, hatte ich jetzt gelesen. Und ja, mal gucken. Also es wurde im Kalten Krieg entwickelt und man brauchte halt einen Schützenpanzer, der dem Leopard 1 würdig ist. Und dementsprechend hat man da quasi den Marder 1 gebaut, genau. Ja. Wurde auch hier nach Chile, nach Indonesien und hast nicht gesehen, verschippt. Und genau, ja, ist dann wohl, kennt wie vielleicht mal jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit Truppengattung beschäftigt, hat bestimmt schon mal irgendein Bild vom Marder gesehen, genau. Ja, das ganze Ding hat halt oben eine 20mm Kanone drauf, also das ist ein leichter Panzer, das ist ein Schützenpanzer, wo bemerkt, da sitzen da hinten Panzergrenadiere drin in der Regel. Ich durfte mal bei meiner Bundeswehrzeit noch, ich war 6, 9 Monate da nur, mit einem reden, der da mitgefahren ist und der sagte, ja, ist jetzt nicht so toll, es ist sehr laut, sehr unbequem und ja, mal gucken. Ja, das Ding hat halt null Panzerung, ist natürlich ein Schützenpanzer, ne? Also es ist jetzt hier nicht dafür gemacht dabei, kann sich aber wohl aus wehren, hat oben halt eine 20mm Schnellfeuerkanone drauf, das ist natürlich ganz nett, wobei diese wirklich sehr wenig Schaden macht, das muss man wirklich so sagen. Ne? Also ich fahre jetzt momentan mit der Munition, dann habe ich ein bisschen mehr panzerbrechende Hardkerngeschosse, die aber nur 52mm Durchschlag haben. Wer jetzt denkt, hey, der A3 ist ja so viel besser, ja, es ist jetzt nicht so der Knüller, wenn ich das mal so sagen darf, ich gehe jetzt mal hier hin, der hat halt hier unten diese DM63 und die sind bei 61mm. Ne? Also hier sind wir bei 52 und hier sind wir bei 61. Also ja, lassen wir die Kirche mal im Dorf. So viel besser und dann noch 8-0. Ganz ehrlich, nein, muss ich jetzt nicht haben. Aber er hat noch eine Milan-Rakete, das ist natürlich schon ziemlich cool. Die Milans finde ich persönlich ganz nett. Da gibt es ja euch in verschiedenen Ausführungen dabei. 530mm Durchschlag bei 7.3 ist das wirklich sehr, sehr gut. Und man muss eines sagen, der Marder ist ein super ein Flakpanzer quasi. Mit dem könnt ihr wirklich aufräumen. Ihr habt hinten noch einen, dieser blöde Zoom in der blöden Garage. Hinten habt ihr noch so einen Turm drauf mit einem MG. Ein ganz normales deutsches Standardgewehr. Also 7,62 mm. Nichts Wildes, aber zum Flugzeugabschießen wunderbar. Ihr habt da noch einen MG hier natürlich mit dem Turm drin. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut dabei. Genau. Munition habt ihr eigentlich mehr als genug, also 1200 Schuss mit der Schnellfeuerkanone, das geht wirklich sehr, sehr gut dadurch und mit der Milan habt ihr leider nur 4 Schuss, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ja, der Marder hat wirklich Probleme, weil die Kanone so schwach ist, dass man teilweise Fahrzeuge von der Seite einfach nicht knacken kann. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, aber nichtsdestotrotz macht er wirklich Spaß, das ist schon ganz nett dabei. Generell, deutsche 7.3er finde ich persönlich ganz gut, ihr habt den Leopard 1, ihr habt den BMP 1, ihr habt den Marder 1, das geht wirklich sehr, sehr gut. M48 könnte man jetzt noch erforschen, den hier quasi dann mitziehen. Und weil ich hatte jetzt den Leopard A2 A4 erforscht, den kaufe ich mir jetzt aber noch nicht, weil bald hat War Thunder ja Geburtstag oder McGlygen hat Geburtstag, das ist im November immer und dann kosten diese ganzen Fahrzeuge nur die Hälfte. Und bei meinem aktuellen Kontostand wäre das dann natürlich ganz nett dabei. Cool ist, jetzt kann ich hier mal so einen A2 A5 mal testweise fahren, das ist ja auch ganz nett. Aber pff, ja, so richtig reizen tut es mich dann noch nicht. Ich habe den Leopard 2
Car noch nicht einmal gespielt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Der steht wirklich noch jugendfreudig bei mir durch die Gegend rum. Naja, ist halt so. Soll ja auch nicht. Ist ja egal. Auf jeden Fall könnt ihr euch damit eigentlich ganz gut was zusammenbauen. Ein sehr gutes Line-Up meiner Meinung nach. Ich habe mich hier für den Punktzerstörer entschieden. Ja, macht halt immer Spaß, ne? Ich fliege dieses Flugzeug, das macht einfach richtig Böcke. Genau. Ja, ich hoffe, dass ich euch eine kleine nette Runde zeigen kann und dementsprechend würde ich mal sagen, hüpfen wir mal ganz schnell ins Spiel rein. Also, bis gleich. Normandie. Ja, gar keine schlechte Karte, wie ich finde. Und gut, wir starten mal hier. Also ich nehme die DM43 mit. Die hat dann einfach ein bisschen mehr Hardkerngeschosse dabei, wobei der Durchschlag halt nicht so gut ist. Aber wenn man denn mal durchkommt, dann ist es wirklich ganz gut. Ansonsten fährt man mit der normalen, also eine Hardkern, eine panzerbrechende Granate ziemlich gut. Genau. So, wir düsen uns mal hier direkt zu Punkt A vor, sofern es der Ruder durchlässt. Das ist sehr nett. Vielen Dank. So. Ah, da kommt wieder... Oh, der war knapp. So, sehr gut. Dann passt das ja erstmal. Ich bin immer ein großer Freund von Caps mitnehmen. Gibt immer ganz gute Erfahrung. Man hat immer teilweise sofort ein ordentliches Backup und so weiter und so fort. Das passt ganz gut. Da kommt ein BMP, quasi unser Pendant. Wir halten dann natürlich gerade an für die Kollegen. Das ist natürlich kein Problem. Er ballert da, glaube ich, jetzt rein, genau. Ist auch egal. So, wir drehen direkt um. Artillerie auf uns, okay, wir hauen mal Artillerie hier hin. Einfach mal raushauen damit. Ich hatte eben deine Aufnahme, leider Gottes ging das dann echt schlecht. Da war einfach so blinde Artillerie auf dem, wo ich so dachte, ja komm, schmeiß mal einfach irgendwo hin, boom, direkt ein BMP getroffen, weg. War witzig. Hat man mal Glück, also dementsprechend, man kennt ja selber so seine Wege auf den Karten und meistens fahren die anderen halt auch solche Leute und dann geht das eigentlich ganz gut. Ja, hier dieser Aufstieg ist für jeden Panzer, egal ob der jetzt den 1500 PS Leopard 2 fährt oder nicht, es ist für jeden immer so, so eine leichte Qual, da hochzufahren. Ich weiß nicht warum, aber mögen die ja nicht ganz. So, wir fahren da vorne, sehen wir ein, das ist gut. Ich hoffe jetzt, dass wir uns wieder sehen. Ah, müsste der wieder zurückfahren, ja, definitiv. Nee, doch nicht, er hat noch einen mitbekommen, sehr schön. Schöne Milan abbekommen, schöne Grüße, ne? So, oder vorne ist noch was. Da ist auch ein. Ist das irgendwas Ami-mäßiges da vorne? Wir fahren mal ein Stückchen zurück. Oh, wir müssen jetzt gleich auf uns schießen, denke ich mal. Das wollen wir natürlich nicht. Man muss natürlich mal berechnen, bei Raketen ist es natürlich immer so, die fliegen natürlich ein bisschen länger als ein Geschoss. Fliegen natürlich auch langsamer als ein Geschoss. Und dementsprechend hat natürlich der Gegner mit konventionellen Kanonen so gesehen natürlich Zeit, hier nochmal auf uns zusammen zu schießen. Das muss man natürlich auch mal bedenken. Da ist leider, den hat es leider zerfetzt. Schadeu, nicht schlimm. Das ist ein bisschen nah an der Hauswand hier gewesen gerade, nicht schlimm. Weiter geht's. Okay, vielleicht, wenn wir hier so auf der Stelle drehen und so weiter, hinten das MG noch, das Freie. Das ist eigentlich immer ganz nett. Da ist jemand. Hier unten war da auch noch jemand, oder nicht? Hoffmann, ist der da? Sehr schön. Zwar nur den Kühler und den Motor getroffen, aber wenn wir ein bisschen Glück haben. Wir hauen direkt Artillerie auf den. Komm. Komm, wir machen einfach noch eine Granate rein. Ist schade, nicht geklappt. Ja, das wird jetzt eng. So, ein bisschen ballern auf den. Vielleicht kommen wir durch. Oh, wow, 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 wow. Verpieseln uns hier mal ganz schnell. Ja. Ja, das ist mal das Problem bei Raketen und dann bei so kleinen Fitzeln, wo man sich da so durchschlängeln muss und so weiter, das ist dann nicht so gut. Ich fahre, weil ich nur noch eine Rakete habe, fahre ich gerade einfach kurz da unten in den Cap, der ist nicht weit weg. Rückwärtsgänge bei den deutschen Fahrzeugen sind in der Regel sehr gut in dieser Zeit. Dementsprechend brauche ich da jetzt gar nicht schwer wenden. Kann ich mir auch gerade hier hinstellen. Schade. Na egal, nicht schlimm. Wir bleiben gerade hier. Eine Rakete nachgeladen, noch eine Rakete nachgeladen. Wir holen uns gerade 10, das ist gut. Jetzt mache ich den Humpen auch noch voll. Mal ein paar Grüße rüber. So, wieder dabei. Weiter geht's. Einmal nochmal gescoutet. Da kann man ja auch so ein bisschen blind scouten. Das geht natürlich auch ganz gut. Der BMP da vorne. Ja, kann man sich jetzt streiten, wer die bessere Raketen hat. Das ist, glaube ich, Abschusshilfe. Das war der M60 da unten.
eben. Das war sehr gut, dass der weg ist. Hier wieder den Berg hoch. Und man merkt halt auch so, dass man kann sehr schnell verlagern mit so einem Fahrzeug und so weiter und so fort. Das ist natürlich perfekt zum... Da ist gerade keiner. Also er hat einfach blind gescoutet. Blindes Scouten kann euch natürlich auch helfen, wenn ihr... da ist wieder ein Marder. Wenn man einfach mal nicht weiß, ist da jetzt was oder ist da nichts, ne? Weil der Quanz natürlich wie Sau. Das war der F4202. Das ist sehr gut, dass der raus ist. Dementsprechend. Da ist eine Maus, die braucht Unterstützung. Boah, die Maus kriegt richtig auf den Keks hier. Verdammte Mist. Ich sehe leider gar keine Maus. Ich kann dir nicht helfen. Komm, mach, ich repariere dich. So, Maus ist wieder einsatzbereit, kann ich natürlich wunderbar hier als Deckung nutzen. Da war gerade keine zum Scouten, das müssen wir ein bisschen nach rechts gucken gleich hier. Oh, da war eine Rakete, die flog aber ganz schön nah bei uns drüber. T-44. Oh, sehr schön Treffer. Der kotzt gerade richtig im Strahl. Müssen wir aber noch eine Rakete drauf verschwenden. Mann, zu weit nach, zu lange nach rechts geguckt, schade. Ja, man, da dachte ich eigentlich, dass ich da ein bisschen tiefer stehen würde, aber egal, nicht schlimm. T-55E, der will natürlich eigentlich mal ein bisschen Artillerie haben von uns. Dementsprechend kriegt er den natürlich auch. So, da hat es den gerade zerfetzt, der T-55E, genau. Läuft gut, sage ich mal. So, können wir auch mal gucken, ob hier irgendwas in der Luft ist. Ist natürlich auch mal so eine Sache, wenn man gegen Amis kämpft. Die sind, fliegen natürlich immer gerne. Da fliegt was, aber das ist von uns. Wer gesagt, war von uns. Wow, der geht da runter. Eieieiei. Schade, schade. Egal, nicht schlimm. So. Fehlt ein Millimeter, ne? Habt ihr gesehen? So, egal, nicht schlimm. Da, Artillerie hin. Direkt, wir fahren wieder zu der Maus. Fand ich eigentlich ganz netter. Kann man natürlich super als Deckung verwenden. Hätte ich gerade ein bisschen mehr mitziehen müssen. Aber egal. T-45. Da ist noch... Von uns ist nichts in der Luft. Also wenn was in der Luft ist, dann gehört es uns nicht. Mal dran denken. Also immer gucken. Ja, deshalb gucke ich immer ganz gerne, wer was ist. Flugzeug erkennt man natürlich sehr schnell. Da ist nämlich... Da kommt ein Jet. Ich sehe ihn jetzt nicht ganz. Na, Mist. Schade, nicht... Stellen uns mal gerade. Da unten ist was. Ja, ich sehe es. Das sind zwei Leute. Fuck, 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 fuck. Oh, wow, wow, wow. Das war richtig knapp. Sie zerstört. Sehr schön. Das war mal ein Ziel mit der 20 mm. Wow, 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 wow. Ich ziehe mich mal ein Stückchen zurück. Auf die Ziel zerstört. Sehr gut. Okay. Da wird bestimmt gleich was wiederkommen hier. Mal gerade ein bisschen sortieren. Da ist ein Flugzeug, okay. Wir haben 110 Schuss noch dabei. Wolf wird gleich angegriffen. Da habe ich in der ganzen Hektik gerade gar nicht gesehen, was wir denn da... gerade wieder blind gescoutet, wer es nicht gesehen hatte. Okay, ja, du kannst gerne vorbeifahren, kein Problem. Ich versuche da vorne die... ...53 Schuss noch. Ich schieße einfach mal blind hinterher, damit ihr mal einfach seht jetzt, wie schnell der nachlädt. Ja, also das ist jetzt die Nachladerate von der 20 mm Kanone. Die ist wirklich in Ordnung. Also ist jetzt nichts, wovor man sich verstecken müsste. Und das ist noch so 7-3, finde ich jetzt persönlich noch zum Matchmaking. Das kann man spielen, das macht in Anführungsstrichen Spaß. Da kommt eine Dora rein, die SK-60 ist auf unserer Seite, sehr gut. Jetzt zeige ich euch nochmal eine Sache, die vielleicht den einen oder anderen auch interessieren wird, nämlich wenn wir uns hier hinstellen und dann einfach mal... Hier ist jetzt die Nachladerate von der 20 mm Kanone, wenn man denn hier im Cap steht, das dauert ein bisschen länger. Das ist jetzt nicht besonders schlimm. Da hinten ist eine M163, da bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, weil die mich natürlich total durchlöchern wird. Eine Vivian, okay. Da ist er.
Ah, die geht runter, oder? Ah, die geht runter. Sehr gut. Du hast die abgeschlossen. Noch einer da hinten. Oh, da kommt aber richtig was jetzt gerade. Will ich gar nicht rausgucken, ey. Aber müssen wir machen, ne? Einfach mal drauf, das ist eine, ja, französisches Ding von vorne. Ganz ehrlich, macht gar nichts. Da haben wir doch mal reinbekommen. Ja, einfach mal ein bisschen mit... Na egal, das Ding, da werde ich mich jetzt nicht hinstellen und dann einfach nur den Freitod sterben. Das macht keinen Sinn. Vielleicht gibt es ja noch einen Kill oder einen... Ja, Abschusshilfe. Wunderbar, schaffe 25 Ts raus. Sehr schön, ja. Bin ich zufrieden, ehrlich gesagt. Da kann ich mich nicht beklagen. Das lief dann doch zum Schluss noch besser als erwartet. Und ja, 3 zerstörte Bodenziele, 3 Abschusshilfen. Abschusshilfen, ich hatte eine Runde, die zog sich dann nachher so ein bisschen. Die war doof zum Angucken. Da habe ich irgendwie 10 Abschusshilfen bekommen. Da hatte ich 8 mit dem Marder und 2 nachher mit der Me-262. Sehr, sehr interessantes Match, aber unheimlich lang. Also das war wirklich, naja, nicht so. Aber ihr seht, trotzdem ganz nette Runde. Gutes Team hier. Guckt euch das mal an, wie viele Punkte die hier haben. Ne? Also, wow, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wobei der Feind sich hier, oder der Gegner sich auch nicht da verstecken musste, weil es auch nicht... Gut, wir haben nachher alle 3 Punkte gehabt und so weiter und so fort, aber es war lange spannend, fand ich zumindest, und das ist ganz nett, genau. Ja, Amada, jetzt haben wir hier was, die Verstärkung erforscht, das ist natürlich ziemlich cool. Dann ist die auch soweit durch, jetzt gehe ich mal auf, gehen wir mal aufs Einschießen, das ist nicht ganz so wild, also ich kann ja gerade noch mal kurz was zu der, zu dem Skillbaum sagen, habe ich eben ein bisschen vernachlässigt, also klar, Ersatzteil und Löschzeug, ist bei Ersatzteile bei einem leichten Fahrzeug ist noch wichtiger als woanders, weil ihr könnt halt anderen Leuten helfen, das ist ziemlich gut, Löschzeug natürlich, wenn er brennt, klar, Drehkranz finde ich persönlich auch ganz gut, weil natürlich auch die Kanone dann schneller nach links und rechts dreht, beziehungsweise eure Rakete natürlich auch, das ist sehr, sehr wichtig, ihr habt hier den Entfernungsmesser, damit habe ich schon mal 1, 2 Flugzeuge Helikopter abgeballert, gerade wenn die so am Horizont stehen mit Lasererfassung ist das ziemlich gut. Dann, ja, Mobilität. Ne? Das ist wirklich, die DM43 ist gar nicht so wild. Ne? Also das ist ganz nett nachher, ja, aber Mobilität, da geht ihr drauf. Gleisketten sind wichtig, Filter, Getriebe und Motor würde ich dann erstmal machen. Ich persönlich finde Artillerie immer sehr wichtig bei so einem Fahrzeug, weil das gehört irgendwie dazu. Die Nebeltöpfe können euch natürlich so ein bisschen den Argen retten, wie es mir eben gezeigt wurde oder wie ich es ja zeigen durfte, so. Wer natürlich gerne hier auf Luftschlacht geht und so weiter, ist natürlich auch mal sehr nett dabei. Ne? Aber sonst natürlich Ersatzteile, Löschzeug, dann Mobilität, Sperrfeuer, wie gesagt, verbesserte Optik zum Scouten, deutlich besser natürlich. Das muss man immer so ein bisschen sagen dabei. Aber ansonsten keine Raketenwissenschaft, macht dann auch sehr viel Spaß. Genau. Ja, ich finde den Marder in der Variante ganz nett, muss ich sagen. Der macht mir wirklich Spaß zu spielen. Ist witzig, dass man eben einen direkten Vergleich mit dem BMP setzen kann bei den Deutschen. Und ist halt auch ein Mannschafts-, also ein, ne, war ja von den Grenadieren so gesehen, beides jeweils das Gefährt. Und haben beide ihre Stärken und Schwächen. Hier natürlich die Stärke, die Kanone, die ist phänomenal gut. Und eine Glattrohrkanone, die ja zu der Zeit eigentlich keinen großen Gegner hatte. Ne? Also keinen nennenswerten Gegner, weil diese Kanone wirklich sehr, sehr durchschlagstark war. Mit ihrer modernen Munition dabei, genau. Marder 1A3 sehe ich persönlich momentan nicht so den Vorteil drin, weil er einfach... Die Kanone ist, ja, besser, ja, aber, boah, dass ihr da 0-7 Matchmaking einbüßt für 0 und vor allem ihr seid auf 8-0, habt ihr dann den Hot, ihr habt einen Gepard, ja gut, M48, der A2, der ist gut, der macht Spaß, dann müsst ihr hier auf 8-3 schon fast hochgehen mit dem Begleitpanzer dann dabei, ja, ja, 8-7 ist der, ja, ist ein bisschen doof, da spiele ich dann lieber 7-3, da habe ich dann die beiden, den noch dabei, ne? Das wäre dann auch nochmal ganz gut, wobei den Raketenjagdpanzer könnte man theoretisch auch meiner Meinung nach auf 7-3 hängen, weil so stark ist er jetzt auch nicht, also dadurch, dass man die Raketen selber lenken muss, ist es halt auch ein bisschen schwieriger dabei. Naja, so, Marder 1A1, ich persönlich mag ihn, so sehnlichst erwartet im Spiel habe ich ihn jetzt nicht, muss man auch ganz klar sagen, aber er macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich finde doch ganz gut, wobei, wie gesagt, die 20mm Kanone ist schwach, aber sie ist eine super Flugabwehr, wenn ihr gegen Deutsche spielt, auf dem Matchmaking, passt höllisch auf, weil das Ding, die sind richtig gefährlich, fast gefährlicher als ein Kugelblitz, würde ich sagen, für Flugzeuge.
Wenn ihr auf der Flugzeuge geht und so weiter, dann nehmt ruhig die normale Granaten mit. Hier die Standard, weil ihr halt mehr Sprenggranaten habt. Und dann gehen die Flugzeuge ganz gut in Rauch. Auch hinten habe ich ein bisschen vernachteilt. Also das ist der Geschützturm da vorne. Ich kann ihn ja ganz kurz einmal in der Testfahrt zeigen, damit man das nur einmal sieht. So viel Zeit muss sein. Dann geht das nämlich auch ganz gut, weil der kann nämlich, wir drehen das mal gerade so zur Seite, dann zeige ich euch das besser. Ja, und der kann nämlich mit dem schönen MGs, das treffe ich natürlich nicht, doch, ich treffe ein bisschen sogar. Ja, ist natürlich, das sind nur so Kinder-MGs, ne? Es schießt das hintere auch noch dann dabei. Ich treffe da gar nichts hier. Also ich habe MGs irgendwie kein Glück. Aber ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, ihr seht dann, dass das hinten dann wirken kann, das Ganze. Und ihr könnt dann, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel mit Doppelt-MG oder noch mit 20er draufballern. Das ist natürlich schon ganz cool. Irgendwie kann man den Gegner ein bisschen mit ärgern. Habe ich eben nicht ganz so gesagt. Gerade wenn ihr auf Flugzeuge geht, würde ich natürlich alles raushauen, was ihr habt, weil mehr Granaten in der Luft oder mehr Geschosse in der Luft ist natürlich viel cooler. Genau. Ja, also, nur das so nochmal als kleinen Gimmick da hinten bei dieser kleine Geschützturm. Ja, da reißt da keine Bäume mit aus. Aber es gibt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel offene Panzer habt oder sowas, wo oben mal ab und zu so ein Commander rauskommt. Als Beispiel will jemand mit einer M18 durch die Gegend fahren. Eine M18 kann man in jedem Matchmaking sehen, weil sie halt schnell ist. Dann kann man sie damit auf jeden Fall sehr gut ärgern. Wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.